Claudia Ziegler de Vries? Ja, hier nur de Vries. Claudia, hilf mir. Ich passe in kein Kleid mehr rein. Kenn ich. Und mir ist immer noch ständig schlecht. Ich habe heute schon 4-mal gekotzt. Und du kannst nicht aufhören zu kotzen und ich... Ich kann nicht aufhören zu fressen. Und das, obwohl ich abgestellt habe. Ich will mein altes Leben zurück. Weißt du was, Jessie? Wir gehen aus. Jetzt? Nein, heute Abend. Wir zwei allein. Wie früher. Wir donnern uns auf und ziehen um die Häuser. Ich weiß nicht. Ich habe doch gesagt, ich passe in kein Kleid mehr rein. Gehst du eben in Unterwäsche? Mir doch egal. Wir gehen heute Abend aus und flirten mit irgendwelchen gut aussehenden Idioten. Und warum? Weil wir es noch können. Um 8 bei mir, okay? Na gut. Gut. Tschüss, Jessie. Das ist ja interessant. Mann, erschreck mich doch nicht so. Ihr wollt also mit gut aussehenden Idioten flirten? Ja, da kannst du ja wohl schlecht was dagegen haben. Schließlich habe ich dich so kennengelernt. Du stehst genau einen Witz vor der Scheidung. Mann, Jessie ist unter Hormonbeschuss und fühlt sich nicht mehr sexy. Dann habe ich gedacht, ich helfe ihr, indem wir mal wieder ausgehen. Wie edel und selbstlos von dir. Toll, dass du so viel Verständnis hast. Tschüss, Schatz. Moment. Du könntest ja wenigstens mal fragen, ob ich überhaupt Zeit habe, heute Abend noch so hier aufzupassen, oder? Im Kalender ist nichts eingetragen. Vielleicht habe ich heute Abend was vor und wollte es jetzt gleich in den Kalender eintragen. Hast du heute Abend schon etwas vor? Nein, bisher nicht, aber eventuell. Vielen Dank. Tschüss, Schatz. Moment mal. So, haben Sie sich das ungefähr so vorgestellt? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Ist denn die Frau Bischof nicht da? Kleinen Moment, ja? Mhm. Uli? Uli, kannst du gerade mal kommen? Ich habe schon wieder einen Strauß verkackt. Komme. Hey, Robert. Du, unsere beiden Frauen, die gehen heute Abend auf die Piste und ich dachte, du kommst vielleicht hier vorbei. Fußball gucken, Papierchen zählen. Hey! Hä? 8 Uhr? Jessica ist schwanger, Mensch, die sollen zu Hause bleiben. Ja, so wie die mittlerweile aussehen, guckt dir hier keiner an. Naja, stimmt, auch wieder so fett, wie die sind. Ja, dann komme ich später einfach vorbei, hä? Bis später, tschüss. Tada! Und? Wie sehen wir aus? Sie sieht gut aus, also im Rahmen eurer Möglichkeiten. Oh. Ist aber auch ganz praktisch, Jessica hat für ihre Getränke immer den eigenen Tisch dabei. Hey, pass auf. Ach, komm, lass die Idioten. Viel Erfolg. Wenn's in dem Club nicht klappt, nebenan ist ein Blindenheim. Leck Füße, Penner. Kacke, die sah richtig gut aus. Ja, ich weiß, so einer Scheiße. Sag mal, kriegt ihr das hier auch auf die Reihe mit der Kleinen? Also, ey, ja, also. So. Hey, du machst das richtig gut. Danke. Robert? Ja? Ich glaube, sie hat geschissen. Boah, stimmt. Das können wir bitte kurz tauschen. Ja, klar. Ja. Hast du? Ja. So, Lektion Nummer 1, mein Lieber. Babys scheißen nicht. Die machen Kacka oder Scheißi oder Häufi-Bäufi. Ja? Oh, scheiße. Sag ich doch. Gib mir mal die Decke da, bitte. Ja. Oh, Mensch, sorry. So, das größte Ei deines Lebens ausgerechnet dann legen, wenn Mama nicht da ist. Ja? So. Danke. So gut. Wunderbar. Mach das mal an. Ja? Da. Jesus Christus. Alter, das nenne ich mal einen Haufen. Wieso gibt's eigentlich keine Windeln mit eingebauten Duftbäumen? Sowas wie Duftnote Pinienwald. Was soll das bringen? Dann stinkt's eben, als hätte jemand den Pinienwald geschissen. Ja, stimmt. Ja. Hör bloß auf! So ein Schwangerschaftsbauch wirkt auf Männer schlimmer als Lepra. Ach komm, nicht ein netter Typ? Nichts! Mhm. Obwohl, vorhin hat mir ein so ein schmieriger Typ seine Visitenkarte gegeben. Klaus Rocco Schulze. Regisseur, Autor, Kameramann und Schauspieler. Fett und Sexy Production. Und? Rufst du an? Hab ich schon. Ich hab dich für morgen angemeldet. Ja.